Wohin kamen Sie denn dann in Kriegsgefangenschaft? Ich bin von Köstrin nach Posen gekommen. In Posen war, ich weiß es nicht, es wurde immer gesagt, 35.000 ehemalige deutsche Soldaten. Und von Posen wurden wir dann nach Russland transportiert. Und ich habe also in Erinnerung eine Episode, dass uns russische Soldaten vor der polnischen, verständnisvollen, aufgebrachten Bevölkerung schützen mussten. Die hätten uns irgendwas angetan und da haben die Russen tatsächlich mit vorgehaltener Maschinenpistole die polnische Bevölkerung von dem Gefangenenzug weggehalten. Und wir dann so weit froh waren, dass es hieß, morgen früh geht ein Transport nach Russland. Und dann sind wir in Güterwaggon, das war die schlimmste Fahrt, die ich je hatte, kaum Stroh, eine Öffnung in dem Güterwaggon, wo wir die Notwurf verrichten, zu essen kriegten wir nichts, so fuhren wir mehrere Tage. Und da wir Soldaten hatten, die des russischen Schrift mächtig waren, sagten wir eines Tages morgens früh, hier steht Bobrysk. Und wo war Bobrysk? Das haben wir dann hinterher rausgekriegt, in der Nähe von Minsk. Und da sind wir ausgeladen worden und sind dann so etwa 10 bis 20 Kilometer in Richtung Osten nach Gluscha. Das war eine Glasfabrik. Da wurden die deutschen Soldaten zu eingesetzt, um Holz zu machen, Stuppen zu roden, um das Feuer unter dem Glasöfen immer am Laufen zu halten. Und wir kamen dahin und fanden da schon eine ganze Menge deutsche Soldaten, die schon einige Monate da waren. Erinnern Sie sich an die Ankunft? Ja, ich sah da nur so, wie wir marschierten, auch wieder in der Kolonne. Und dann war mit einmal neben uns so ein Lager und da waren Menschen, die in deutschen Uniformen anhatten, aber keine Haare auf dem Kopf. Und dann merkten wir, die sprachen uns Deutsch an. Und da wussten wir, dass wir in einem Kriegsgefangenenlager waren. Was ging Ihnen damals durch den Kopf? Nicht viel. Nur immer auf den nächsten Tag was zu essen kriegen. Und naja, in die Zukunft oder was hat keiner zunächst gedacht in die weitere Zukunft, sondern nur, wo schläfst du heute Nacht und was wird. Mehr Gedanken habe ich nicht gehabt.